Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Freude, der Friede vom menschgewordenen Gottes, er sei mit euch. Ich darf euch alle hier in der Pfarrkirche, wie aber auch über Livestream, begrüßen zum Weihnachtsgottesdienst. In der Tradition sagt man dem Gottesdienst die Hirtenmesse, weil wir das Evangelium hören, wie sich die Hirten aufgemacht haben, wie ihnen die Engel erschienen sind und zu dem Kind in der Krippe gegangen sind. So haben auch wir uns aufgemacht, wenn uns dem Jesuskind begegnen, wenn uns von ihm anstrahlen lassen, wenn uns von ihm beschenken und bekräftigen lassen. Wir wollen es am Anfang grüßen im Kyrie. Die Hirten schauen und staunen. Herr, du Ziel unserer Sehnsucht, Herr, erbarme dich. Die Hirten bleiben und glauben. Christus, du Antwort aller Verheißungen, erbarme dich. Die Hirten bewahren und erzählen. Herr, du Kraft und innere Freude, erbarme dich. Der ewige Gott, erbarme sich unser. Er nehme weg, was uns auf dem Weg zu ihm trennt und führe uns zum ewigen Leben. Da wir ja nicht miteinander singen dürfen, dürfen wir aber innerlich mitsingen, wenn der Stefan Hollenstein so du fröhliche, o du selige Lied singen tut. Lasset uns beten. Mitten im Dunkel feiern wir das Licht,
das Jesus in die Welt gebracht hat. Mitten in schlechte Nachrichten feiern wir die gute Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit. So bitten wir dich, ewiger Gott, lass uns wie die Hirten staunen über das Wunder von Weihnachten und selber zu Botinnen und Boten des Trostes, der Hoffnung und der Freude werden. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme. Sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als die Engel
von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Was bleibt eigentlich von Weihnachten? Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren. Häufig hat man den Eindruck, dass mit Weihnachten, ein bisschen salopp gesagt, der Schuss draussen ist. Man konzentriert sich schon auf den Silvester, auf den Jahreswechsel. Die Engel sind ja schließlich auch wieder in den Himmel zurückgegangen. Der Glanz, das Gloria, alles ist schon wieder weg. Ja, was bleibt von Weihnachten? Was ist denn so bedeutend in dieser Nacht mit dem Kind, mit Maria und Josef und mit den Hirten? Die Engel sind zwar in den Himmel verschwunden, so ähnlich wie nach einem grossartigen Empfang von einem wichtigen Gast, wo alles wieder zusammengerollt wird, versorgt wird und quasi wieder in Normalbetrieb übergeht. Aber die Verheißung ist geblieben. Euch ist der Retter geboren, in Bethlehem, heute, jetzt. Da hat sie aufbrechen lassen. Die Hirten sind selber bewegt worden von dieser Botschaft vom Engel. Und offenbar ist die Sehnsucht, und da dürfen wir davon ausgehen, bei diesen hartgesottenen Typen gross gewesen. Vielleicht auch der Gewunder, was denn da so Besonderes passiert ist. Und wer in der Nacht unterwegs ist, der geht nicht unterwegs, weil er die Landschaft will anschauen. Ist ja dunklig, die hat ja noch Umriss. Ist also ein anderer Beweggrund, der jemand antreibt, zu pressieren, einen Eilten nach Bethlehem. Es ist ein anderer Antrieb, der sie bewegen lässt. Was haben sie sich gedacht, wo sie hier bei der Krippe, beim Stall, oder eher bei der Höhle, angetroffen haben. Natürlich das Kind in Windeln gewickelt. Aber was ist das schon Besonderes? Tausende von Gaufen sind so am Anfang. Was ist so daran Besonderes? Als man in der Nacht muss alles fallen lassen und nach Bethlehem aufpressieren muss. Über die Reaktion als solche erfahren wir nicht sehr viel. Vielleicht haben sie zuerst auch gelacht. Das soll der Erlöser sein, der Retter, der Heiland. Ein Göfli in Windeln gewickelt, ein besonderes Zeichen, das doch eigentlich so alltäglich ist. Wir erfahren auch nichts, was sie dem Jesuskind wohl gesagt haben, mitgeteilt haben. Aber wir erfahren, dass sie gestaunt haben, dass sie erfüllt worden sind
dass sie zurückgegangen sind und erzählt haben, ja, und auch schon der Maria und dem Josef erzählt haben, was ihnen über das Kind von den Engeln erzählt worden ist. Was Messias ist, der Retter, der Heiland. Und wir können davon ausgehen, dass die Hirten sonst nicht gerade unbedingt sehr redselig gewesen sind. Sie, die in der Kälte und in der Dunkel der Nacht Leben geschützt haben und gemerkt haben, wie bedrohlich alles sein kann. Hirten, die nicht einmal offiziell zugelassen worden sind als Zeugen bei einem Gericht. Hirten, die selber am Rand der Gesellschaft gelebt haben und am Rand der Gesellschaft angetan worden sind von anderen. Ihnen wird in die dunkle Nacht hinein die Frohbotschaft von der Geburt Jesu zuerst verkündet, wo sie in Bewegung gesetzt hat. Diesen Hirten ist buchstäblich ein Licht aufgegangen. Die Hirten haben gemerkt, auf das Mal interessiert sich jemand für uns. Sind wir nicht einfach nur an den Rand gedrängt, sondern sind in den Glanz Gottes hineingenommen worden. Das ist Weihnachtsbotschaft. Auch heute. Menschen, die aus der Bedeutungslosigkeit hineingenommen werden, in die Mitte, in den Glanz, in die Würde, die Gott jedem schenkt. Und gerade beim Evangelist Lukas erfahren wir ja immer wieder aus seinen Evangelientext heraus, wie sich Jesus dann auch den Armen und am Rand Stehenden besonders zugewendet hat. Ja, die Botschaft von dieser Geburt hat die Hirten bewegt. Auch wenn der Glanz und auch wenn das grosse Drum und Dran, sprich die Engelschar, verschwunden ist. Sie haben sich aufgemacht, das Kind gefunden und sind wieder zurückgegangen. Aber anders als voran. Sie haben erzählt, was sie bewegt hat. Sie haben nicht anders können, als Gott loben und preisen. Das ist Weihnachten, dürfen sie spüren. Gott interessiert sich für mich. Er nimmt mich in sein Licht hinein. Er will mich in Bewegung bringen, auch wenn quasi Glanz und Gloria weit weg sind. Auch jetzt in die heutige Situation hinein. Auch jetzt dürfen wir von dieser Krippe zurückkehren, in unseren Alltag, der nicht immer so leicht durchflutet ist. Aber wir dürfen anders zurückkehren, zuversichtlicher, erfüllt mit der tiefen Freude. Und wir dürfen auch ein bisschen die Freude mitnehmen, die wir in der Lesung gehört haben. Auch wenn die Stadt noch in den Trümmern gelegen ist, gemerken, dass jetzt etwas geht. Gemerken, dass Leben in der Luft ist. Dass eine Zukunft in der Luft ist. Eine Zukunft von Gott her. Eine Zukunft, wo du eine wichtige Rolle spielst. Wo du beachtet wirst. Wo du von Gott geliebt wirst. Wo du aber auch von Gott gesendet wirst, das Licht von dieser Krippe weiterzutragen in die Kälte und in die Dunkelheit von der Nacht vom menschlichen Leben. In dem Sinn wünsche ich uns gesegnete und lichtvolle Weihnachten. Und dass wir uns geborgen wissen, in dem Glanz, in dem Licht, wo Gott uns will reinnehmen. So wenn wir auch vor die Krippe stehen, mit einer inneren tiefen Freude, schauen und staunen und davon erzählen.
so wie immer Fürbitte halten. Mit den Hirten kommen wir zu Gottes Sohn, dem Kind in der Krippe, beten an und staunen. So bitten wir. Für alle, die das weihnächtliche Licht aus Bethlehem in die Sorgen, Trauer und das Kraftlose ihrer Mitmenschen tragen und sie stärken. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kinder, die heute das Licht der Welt erblicken, für alle, die heute Mutter und Vater werden, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die keine Geborgenheit und Zuneigung erfahren, für alle, die unter Lieblosigkeiten und Streitereien leiden, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in der Corona-Pandemie Kraft und Schwung verloren haben oder um ihre Existenz bangen, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die wir in dieser Zeit besonders vermissen und denen wir vieles verdanken, wir bitten dich, erhöre uns. Denn der Glanz und die freudige Nachricht von der Geburt Christi will uns die verschiedenen Dunkelheiten erhellen und mit Hoffnung durchfluten, heute bis in Ewigkeit.
ewiger Gott, in jedem Gottesdienst feiern wir ein Fest des Schenkens. Du schenkst dich uns im Wort, im Sakrament und in der Gemeinschaft. Lass alle Geschenke, die wir empfangen oder geben, auf deine Liebe verweisen. Darum bitten wir doch Christus, unserem Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Gott, an diesem Morgen für die Geburt Jesu zu danken, der unser Retter und Heiland ist. Durch ihn schenkst du Licht in dunkelster Nacht, blühendes Leben inmitten von Kälte und Tod. Er ist unser Friede, unsere Freude und Hoffnung. So stimmen wir freudig mit ein in den Gesang der Engel und bekennen: Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, Gott, du bist groß und heilig. Du bist der Grund unserer Freude, unserer Hoffnung. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn bitten wir dich: Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Jesu Geburt geschah in der Einfachheit einer provisorischen Unterkunft. Die Freude darüber war überaus groß, vor allem bei den Menschen am Rande der Gesellschaft. Mit ihnen wollen wir staunen und ihn anbeten. An die Geburt Jesu denken, erinnern wir uns an seinen ganzen Lebensweg, von der Krippe im Stall bis ans Kreuz auf Golgotha. Wir feiern das Leben im Sieg über den Tod in Jesu Auferstehung
und erwarten seine Wiederkunft. Lass uns diese Botschaft als Kirche heute leben und deine Freude, deinen Trost und deine Hoffnung zu den Menschen und in die Welt tragen. Damit wir dazu Kraft haben, kommen wir zur Krippe und beten ihn an. Wir bitten um deinen Heiligen Geist, damit wir jenes Licht weitergeben, das mit Jesus für alle Menschen im Dunkel erschienen ist, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Getauften und Gefirmten. Damit wir deine Verheißung nach Heil und Leben in uns, in Freude und Leid lebendig ist, kommen wir zur Krippe und beten ihn an. Ewiger Gott, wir bitten dich für unsere Verstorbenen, die wir in diesen Tagen besonders vermissen. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und lass ihnen dein Licht leuchten. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in die Gemeinschaft mit dir, zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln, mit den Hirten von Bethlehem, mit Mauritius und seinen Gefährten, mit unseren Namenspatronen, wollen wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So beten wir mit allen verbunden, die Weihnachten feiern, mit diesen Worten, die uns Jesus geschenkt und gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel Frieden auf Erden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Auch wenn wir nicht mit Händedruck, mit Lächeln, wird es auch ein bisschen schwieriger unter den Larven. Wenn wir aber durch ein Zeichen uns den Frieden schenken, durch ein Zuzwinkern, ein Zunicken oder auch sonst mit einer Geste. Lamm Gottes, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. So seht Christus, das Lamm Gottes im gebrochenen Brot,
damit unser Leben nicht zerbrechen muss. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Weihnachten. Gottes Liebe umarme dich. Gottes Licht erleuchte dich. Gottes Kraft bewege dich. Gottes Wort bestärke dich. Gottes Gegenwart beruhige dich. Gottes Gnade beschütze dich. Gottes Segen begleite dich. Und unter den wollen wir uns jetzt stellen. Der Herr sei mit euch. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Gott, der in der Geburt seines Sohnes die Welt mit großer Hoffnung erfüllt, erfülle eure Herzen mit Freude und Staunen. Gottes Sohn, der Immanuel, Gott mit uns ist, strahle euch an mit dem Lächeln eines Kindes. Gottes Geist stärke eure Glaubensfreude, eure Hoffnung und Liebe, damit ihr anderen zu Freudenbotinnen und Freudenboten werdet. Dazu segne und stärke euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Türkollekte an Weihnachten ist wie immer für das Kinderspital für Kinderhilfe Bethlehem bestimmt. Auch dort sind sie natürlich sehr stark betroffen mit Corona. Umso wichtiger ist jeder Franken, jeder Rappen, den sie dürfen als Spende entgegennehmen, damit sie an dem Geburtsort von Jesu den Gaufen und vor allem den schwachen, finanzschwachen Familien können helfen und Leben retten. Auch die über Livestream zugeschaltet sind, die Homepage ist kinderhilfe-bethlehem.ch. Dort finden Sie auch ein Spendenkonto. Danke vielmals auch für die Spenden, die bereits den Weg im Briefkasten vom Pfarrhaus gefunden haben. Wir tun auch die sehr gerne weiterleiten. Dann möchte ich allen danken, die die Kirche weihnachtlich ziert haben. Gerade in diesen Tagen, glaube ich, ist es wichtiger fürs Herz, dass wir die Krippe anschauen können, dass wir vor der Krippe verweilen können und die eigentliche Botschaft von Weihnacht dürfen mitnehmen. Danke vielmals den Musizierenden auf der Empore, der Antonia Rempfler, am Stefan Hollenstein und am Jürg Schmid. Wir wollen den Weihnachtsgottesdienst ausklingen lassen mit dem Weihnachtslied schlechthin. Singen wir auch hier im Herzen mit. Hören wir zu, wenn der Stefan Hollenstein am Schluss singt: Stille Nacht, heilige Nacht. Ich wünsche Ihnen einen guten, heiligen Tag. Geht hin in Frieden.